Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Und diese Veranstaltung machen wir natürlich wie immer mit Dirk Helger. Ich freue mich sehr, dass er heute Morgen wieder für uns die Zeit gefunden hat. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWet. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt, also auch wenn der Dirk heute vielleicht den einen oder anderen Trade macht, müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Guten Morgen, Monika. So, dann, lieber Dirk, kriegst du jetzt den Bildschirm und ja, ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas ist, aber ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Bildschirm sichtbar? Noch nicht, zumindest bei mir nicht. Okay. Sollte dann jetzt mal da sein. Jetzt, ja. Gut. So, dann sage ich an der Stelle natürlich auch hallo und herzlich willkommen heute zum Live-Trading hier mit meiner Wenigkeit bei FXFlat und unserem Hauptdarsteller im Hintergrund, dem Nelson in Gelb. Und ich freue mich, dass ihr alle hier seid, vor allen Dingen ich hier bin. Ich sehe so ein bisschen verpennt aus. Am besten mache ich gleich mal den großen Monitor aus, dann ist es nicht mehr ganz so gruselig. Aber um die Uhrzeit morgens, das dauert immer so ein bisschen, bis man frisch wird. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz aber die Kommentare öffnen und hoffe jetzt erstmal, dass die nicht etwa auf dem falschen Bildschirm aufploppen. Nee, das sieht alles gut aus. So, also nochmal, ich hoffe, euch geht's gut. Der Nelson hat es auch gerade schon gesagt, nicht, dass es euch gut geht. Das setze ich sowieso voraus. Nein, es geht wie immer um den Risikohinweis. Und der auch nicht einfach nur so da steht. Deswegen, ich kann es auch immer nur und möchte es auch immer nur wiederholen, bitte nicht einfach nachmachen, sondern ganz wichtig, eben mit eigenen Ideen an den Speck rangehen. So, dann gucken wir mal, ob das hier alles so funktioniert, weil der Nelson hat es ja gerade schon gesagt. Ich bin mal auch testweise live auf YouTube, kann man das Ganze auch sehen und habe ich in der Form noch nie gemacht, also Webinar und YouTube gleichzeitig. Das war eher so eine Spontaneingebung und weil ich halt auch mal sehen will, ob das Ganze wirklich dann eben technisch auch umsetzbar ist. Für mich ändert sich hier nichts. Ich muss jetzt nicht irgendwie Knöpfe mehr drücken. Hoffe ich zumindest. Ich muss nur deine Kamera ein bisschen justieren. Du bist. Ja, das kommt gleich. Das macht die von selber. Oh, ja, okay. Siehste, es wandert. Ja, das ist das Einzige, was ich vorher nicht gemacht habe. Wenn ich da einmal vorher drauf drücke und dann schwenkt das nicht mehr, sondern weiß es vorher schon, wo ich sitze. Ja, das ist so ein intelligentes Ding. Das versucht dann auch meiner Kopfrichtung so zu folgen. So, aber darum geht es ja hier nicht. Es geht ja um den Markt. So, ich fange natürlich mit dem DAX an, weil den würde ich mir auch ganz gerne versuchen zu greifen. Die Frage ist da, wo beziehungsweise natürlich auch wohin. Wobei eigentlich müsste ich mit dem Dow anfangen, weil der hat nämlich hier tatsächlich, das mache ich auch mal ganz kurz, da hatte ich irgendwie am Freitag gesagt, der könnte eigentlich hier ganz kurzen Rücksetzer, also ich habe es in meinem Blog ja gemacht, den ich ja letzte Woche die ganze Zeit konsequent oder die letzten zwei Wochen konsequent auf Video gemacht habe. Und aber heute natürlich nicht, weil das macht ja keinen Sinn, habe ich auch schon gesagt. Das würde ich mich ja hier nur wiederholen. Da sieht man auf jeden Fall, also für Freitag war eigentlich sowas hier angedacht, das sind die Pfeile noch eingezeichnet. Aber da ist ein bisschen die Motivation ausgegangen und hat dann gestern hier genau aufgesetzt auf dem Gap hier auf der Unterseite und hätte jetzt eigentlich auch die Chance, das heute nachzuholen und dann auch wieder raufzuziehen. So, und das heißt, also weil gestern war ja auch der Markt zu und das heißt eigentlich, ich gehe immer so ein bisschen von der Korrelation aus, dass eben beide halt nicht komplett auseinanderlaufen, sondern halt eben ja schon irgendwie so ein bisschen im Gleichtakt durch die Gegend tanzen. Das würde auch bedeuten, dass der DAX, auch wenn der gerade irgendwie so ein bisschen shortig aussieht, sich eigentlich irgendwo einen Punkt suchen müsste, wo er dann halt auch wieder drehen kann. Eigentlich. Ne? So, das heißt, also jetzt hier einfach bedingungslos long, wahrscheinlich nicht. Mir ist auch die Nacht einer flöten gegangen. Also hier eine Position, die ich da halt mehr oder weniger vergessen habe. Hat ein paar Euro gekostet auch, fand ich jetzt auch nicht so lustig, aber okay. Weil ich hatte ja auch gestern, um dann wieder auf den DAX an der Stelle auch gleich zurückzukommen, ja auch gesagt,
der ist so lange long, wie er halt eben nicht wirklich unter 16.260 beziehungsweise 16.200. Ja, ich habe mich da am Sonntag ein bisschen irgendwie mit den Zahlen verheddert. Das war dem vorigen Grillfest geschuldet. Ja, sorry nochmal dafür. Deswegen konnte ich gestern auch keinen Videoblog machen, beziehungsweise Sonntag. So, aber um das nochmal ganz kurz auszuführen, also 16.200, da hat er auch gestern ziemlich lange dran rumgemacht. Ja, ich mache die hier mal kurz in grün, nur damit man zumindest mal versteht, was damit gemeint ist oder wo die überhaupt halt liegt. Ja, sondern so in dem Bereich. Ne? Da sieht man, da hat er drauf aufgesetzt und startet aber heute darunter. Das heißt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Ja? So, was macht der DAX zum Beispiel ganz gerne? Das jetzt auf solchen Peaks aufsetzen. Ne? Weil das ist ja auch generell jetzt nicht unbedingt nur so eine DAX-Geschichte, sondern ja auch das, was ich ja hier schon eine Millionfach gefühlt beschrieben habe. Nämlich, oh, wir haben kein Audio, sagt da einer auf YouTube. Moment. So, nämlich eben, dass er eben die Wirkungsumkehr macht. Das heißt also, was vorher Widerstand war, wird dann zum Support. Jetzt müsste man natürlich hier mal genauer reingucken bei der 16.115, ob das dann tatsächlich so auf sich im H1 zum Beispiel darstellen lässt, dass wir hier halt einen deutlichen Widerstand hatten. Er hat aber hier auch schon mal drunter aufgesetzt. Das heißt aber eigentlich, für mich jetzt nichtsdestotrotz erstmal diese Zone hier recht genau im Auge behalten. Ja, also bis hier runter und die mal ein bisschen genauer angucken und dann halt mal zu sehen, ob wir dort eine Reaktion kriegen und dann der Markt zumindest wieder raufzieht, eben bis zu 16.200. Ja, so das wäre so der Bereich, wo ich sage, müsste eigentlich funktionieren. So, das heißt, also 16.115. Eben bis darauf. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den hier auch entsprechend da gefangen kriege. Beziehungsweise es war nicht doch 16.115, ja, bis 90, 80, 78. Also 115 bis 78. Würde ich jetzt hier mal an der Stelle genauso erstmal gucken, ob das in irgendeiner Form Sinn macht. Und ob man dort vielleicht noch irgendwo einen alten Support auch findet, der dann halt eben mitspielen könnte. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise. Ich habe auch schon die 16.112 aus dem Live-Chart kommend. Das heißt also dann so der Bereich hier etwa. Das wäre für mich jetzt Support-Zone. Dann sieht man auch, macht absolut Sinn, weil hier auch schon mal Support gewesen ist. Allein schon deswegen. Passt aber dann halt eben, wie ich es ja gerade gezeigt habe, zu dem anderen Bild eigentlich dann auch ganz gut dazu. Er muss es halt nur machen. Das ist der einzige Haken natürlich daran. Ne? Und diesen Peak hier runter, der ist natürlich viel zu weit. Das heißt also von mir aus hier auch so 2 Punkte drunter, aber mehr eigentlich nicht. Ne? Hier unten müsste dann auch die 78 sein, wie ich es ja gerade gezeigt habe. Ne? Beziehungsweise, ja, das kommt schon alles recht gut hin. So, ich hoffe, man konnte das jetzt verstehen. Wenn nicht, kann man sich das ja nachher auch nochmal angucken. Irgendwie im Replay und mal gucken, ob da halt, ob das in irgendeiner Form zusammenpasst, ja, beziehungsweise wie man das halt eben dann halt zusammenkriegt für sich selber, um zu sehen, was ich damit eigentlich gemeint habe. So, jetzt kann es natürlich passieren, dass dem Markt das jetzt erstmal völligst egal ist, was ich jetzt hier dazu sage. Ich glaube es aber nicht so wirklich. Und weil irgendeinen Ansatz muss man ja haben und das ist ja in der Regel einer von meinen Ansätzen und es ist ja durchaus selten so, dass wenn ich halt gerade im Daily irgendwelche Bereiche ausfindig mache, dass die dann irgendwie so gar nicht funktionieren. Von daher gehe ich schon davon aus, dass wir hier Gegenwind kriegen. So, jetzt könnte es natürlich sein, dass der Markt gar keine Lust hat, da runterzufallen, sondern halt eben hier direkt wieder über das Hoch zieht, über das Tief hier zieht an der Stelle. Ne? Und also es um 9 Uhr wir dann eben hier oben starten und er direkt halt nach oben läuft. Das kann natürlich jetzt auch passieren. Dann müsste halt mal gucken auf der Oberseite. Also entweder geht man dann da halt direkt mit, falls das jetzt so kommen sollte. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht so wirklich, sieht nicht so motiviert aus. Oder man hält dann da oben halt wiederum irgendwo dagegen. Ja. So, ich gehe auch mal davon aus, dass der DAX jetzt erstmal der richtige Kandidat hier ist und nicht der DAO. Ich hoffe es zumindest. Und DAO steckt halt eben noch ein Feiertag in den Knochen von gestern. Der Future ist zwar gelaufen, aber der Kassamarkt halt eben nicht. Ja. Man sieht ja halt auch hier, er drückt jetzt auch gerade runter. Er drückt gerade runter, das sieht man ja auch. Und von daher ist das schon
glaube ich, erstmal ganz okay. Man könnte es natürlich sogar auch versuchen, jetzt mit dem Markt halt direkt runterzufallen. Guck mal, ich habe hier die ganze Zeit die NG-Range drin. So, ich beäuge die ja, weil die finde ich nämlich tatsächlich so nervig, so gut, so nervig, dass ich die erstmal drin habe. Ich sehe nur gerade, ich müsste hier eigentlich mal was umstellen. Irgendwas stimmt da irgendwie nicht so ganz. Das Orderbuch hängt an der falschen Stelle. Habe ich eventuell den falschen Future drin? Muss ich mal gucken. Ja, Volumenquelle. Das sollte dann schon der FDAX sein. So, und dann ist auch das Orderbuch hier runtergerutscht. Okay. So, weil das ist ja unser lieber Norbert aus der Gruppe, von dem kommt das ja, die NG-Range. Das ist wohl eine Extension, also ist hier eingestellt auf 9 Uhr bis 10 Uhr. Und eine Extension eben von der Open Range, die der DAX ja dann hat, eben zwischen 9 und 10 Uhr baut. Da gibt es wohl auch noch andere Settings, aber ich habe die ganze Zeit das hier drin. Und das ist tatsächlich recht hilfreich, um da halt eben das Ganze so ein bisschen in der ersten Reaktion dann auch einzugrenzen. Kann man sich immer angucken, es gibt es kostenfrei. Muss man, glaube ich, nur nachträglich installieren mit dem StairTrader und dann hat man das Ding aber. So, also wir drücken hier. Wie gesagt, man könnte, ich überlege, ob das sinnvoll ist, jetzt hier direkt noch drauf zu springen, sodass wir um 9 Uhr als Beispiel unten am Pivot irgendwo starten. Das wäre schon möglich. Aber ich will jetzt, bin eigentlich kein Freund davon, also so irgendwie um die Zeit jetzt auf den Knopf zu drücken. Punkt 8 oder so ist nochmal eine andere Geschichte. Aber 9 Uhr, beziehungsweise so 3 Minuten vor 9 musste ich sein. Da kann es auch immer mal sein, dass irgendwie auf den letzten Drücker die eigentliche Richtung dann eingeschlagen wird, bevor es dann halt eben um 9 Uhr losgeht. Deswegen halte ich mich da jetzt mal kurz zurück. So, wie seid ihr denn positioniert? Gebt mal Feedback. Wer ist eher long? Der kann ja mal ein L hier reinmachen in den Chat. Und wer eher short ist, der macht gerne mal ein S rein. Weil es ist ja heute tatsächlich erstmal auch beides völlig legitim. Mal zu gucken, wie ihr so drauf seid. Short, 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 zweimal long, fünfmal short, flat, long. Ja, es ist schon so ein bisschen shortlastig hier auf jeden Fall. Aber das ist es ja merkwürdigerweise echt oft shortlastig. Also das finde ich halt ja auch immer so, ich weiß nicht, ob nur mir das so vorkommt, hier bei den Webinaren, aber ich finde immer schon irgendwie mehr short. Ich weiß nicht, ob das so eine Daytrader-Geschichte ist, weil man immer denkt, ja, Short geht ja einfacher und schneller und ob das so stimmt, das lassen wir mal dahingestellt. Aber das könnte man irgendwie auch mal so ein bisschen mal erfassen, wie da immer so das Sentiment quasi hier in den Webinaren ist. Wäre eigentlich schon ganz interessant, das mal zu sehen. So, auf jeden Fall aber unübersehbar die Mehrheit hier short unterwegs. Okay, interessant. So, Trend können wir auch mal kurz irgendwie einzeichnen lassen und dann mal gucken, wo wir da so stehen. Also der M5 ist auch hier short unterwegs. Gut, das ist klar. M15 hält sich noch bedeckt in der Anzeige. So, ich bin hier also ist ja auch der M15. Ich gehe natürlich mal runter auf den M2. Oder M1 könnte man natürlich auch machen. Spielt jetzt hier nicht so die wahnsinnig große Rolle. Erstmal. Und dann hat man sie zu sehen, ne? Weil das hier ist ja immer so. Ich weiß ja nicht, wer zum ersten Mal dabei ist. Aber das hier ist der Handelschart und das alles andere ist hier für den Überblick. Also ich habe jetzt zumindest hier nicht direkt irgendwie einen Punkt, wo ich sage, so da springe ich jetzt rein, außer hier oben dann halt eben bei der Öffnung bei 200, da macht es natürlich Sinn. So, aber es drückte eben im H1 noch bis runter. So, das heißt hier, mal gucken, das wäre dann vielleicht ein Ansatz, wenn man jetzt irgendwie schnell rein will, falls es nochmal, Entschuldigung, die 163 hier macht und damit halt eben auch
diesen Peak von unten, da könnte man mal drüber nachgehen, halt dann dort Short reinzugehen. Ansonsten finde ich es jetzt hier nicht so wirklich überzeugend, wobei er schon die Richtung aufnimmt. Komm, das machen wir mal. Die Richtung aufnimmt von eben 8 Uhr eben. Und mal gucken, die Position eigentlich so ein bisschen groß. Hier fürs Webinar, aber okay. So, dass wir wenigstens hier mal einen Impuls runterkriegen. Hier wäre dann ja auch der Pivotpunkt da unten. Ich wäre hier dann auch mit dem Trail direkt dabei. Irgendwie mit 3 Punkten Abstand, TA6. Und ist natürlich der Stop in der Form jetzt halt eigentlich viel zu groß, ne, für so einen kleinen Schnitzer da nach unten. Aber ich kann da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel sehen, außer dass wir halt eben, ich sichere den mal ab, hier jetzt anfangen in die Zone da reinzulaufen. Und mal gucken, ob man hier noch irgendwie so einen kleinen, genau, da ist er doch, ne, hier so einen kleinen Stich rein und dann würde ich halt aber unten dann halt auf jeden Fall irgendwie nach Long Ausschau halten. Ja, weil wir sind jetzt genau da, wo ich vorhin geschrieben habe. So, das waren aber einfach jetzt nur dem Impuls gefolgt. Jetzt hier mal schnell ein paar Punkte, ne? Also 10 Punkte, 15, 11 Punkte war das. Okay. So, also ich muss jetzt auch hier nicht unbedingt direkt dagegen gehen, ne? Ich würde jetzt hier schon warten, mal gucken, wie tief er hier in den grünen Bereich da reinsticht. Aber das ist ja einfach mal so der Ansatz. Irgendwo muss der DAX ja hin, beziehungsweise irgendwo muss der Markt da hin. Deswegen war das jetzt auch hier okay, sich für ein paar Punkte mal dran zu klemmen und zumindest um den ersten Impuls da mal mitzunehmen. Also in der Regel ist auch so, man sieht, der läuft ja auch noch weiter. Aber ich weiß halt eben nicht, dreht er jetzt hier oben am oberen Ende von der grünen Zone oder läuft er bis ganz runter oder versucht er die halt wirklich dann auch zu eliminieren und versucht sich dann da unten drunter irgendwo festzuhalten. Deswegen halte ich da jetzt auch nicht direkt dagegen. Ja, aber wer das durchgehalten hat, natürlich auch super, weil es ist ja doch irgendwie gerade nicht so übel, was der hier macht von der Bewegung. Es ist ja nicht gerade wenig. So, ich würde mal bei der 84, also knapp darüber, würde ich mal anfangen. Versuchen das Ding dann eben long einzutüten. Ja, hier so ein bisschen besser, auch nicht ausreizen, irgendwie bis aufs Letzte. Und dann halt mal sehen, und dann wäre er halt eigentlich, wenn er jetzt überhaupt reagiert, erstmal halt nur bis zur Kassaeröffnung eigentlich so der Weg, der halt dann auch passt. So, wer war dabei mit dem Short? Wer vorher flat war, muss ich ja dazu sagen, nicht die schon long, die schon short waren. Und ging schnell. Ich weiß, manchmal ist das halt eben so. Aber ich habe halt eben auch schon oft genug hier irgendwie zu lange erklärt und irgendwie und dann nachher selber den Entry verpasst. Und ich versuche das so ein bisschen zu ändern, dass ich halt eben auch hier dann auch am zwei, zwei Mal ein bisschen schneller drauf drücke. Kann natürlich auch dazu führen, dass es mal daneben geht, aber ne, weil das meine ich ja, der Markt, das meine ich eben mit der Markt muss ja irgendwo hin. So, und so blöd es klingt. Aber es sind ja dann halt eben doch die relevanten oder sagen wir es mal so, die auffälligen Ziele, die der Markt sich ja dann halt schon irgendwo sucht. So, und das hier ist halt eben, ich habe aus den Gründen, die ich eben gezeigt habe, ist einfach auffällig. Auch hier dieser lange Peak ist auffällig. Und natürlich ist das dann wesentlich interessanter als jetzt hier irgendwo, wenn er hier schon drunter ist, ne? Also jetzt hier unter der 8 Uhr, unter dem Low, warum soll er denn irgendwo hier davor drehen und das denn nicht mal versuchen, irgendwie so weit es geht, irgendwie auszureizen. Ne? Das ist damit gemeint, mit der Markt. Irgendwo muss er ja hin. So, jetzt also gespannt, ob ich da halt überhaupt vernünftig reinkomme. Aber wir haben jetzt erstmal nur die ersten 5 Minuten. Da muss man ja nicht jetzt unbedingt sofort hochmotiviert long draufspringen nach dem Motto, jetzt ist billig, jetzt muss ich hier zuschlagen und kann das auch ruhig mal kurz irgendwie abwarten. Irgendwo kommt man da schon noch rein in der Regel. So, 12 Punkte, 14 Punkte, 21 Punkte, ja, schick. Also das waren diejenigen, die hier gerade mit dabei waren. So, aber ne, das ist ja jetzt schon deutlich, ja, dass die Zone hier unten
dass die nicht egal ist. Ne? Hatte ich auch am Anfang vom Webinar gesagt. So, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Aber auf jeden Fall, dass das schon seinen Grund hat, was ich da einzeichne. Und in der Regel, also sinngemäß, der Markt auch nicht einfach drüber wegläuft. Man muss ja irgendwie nur gucken, okay, wo wird es dann halt eben interessant, auch für die anderen Marktteilnehmer und wie kommt man da dann eben auch rein? Weil im Endeffekt kann ich ja nichts anderes machen, als mir halt dann halt Targets raussuchen, beziehungsweise Bereiche im Markt, um die dann halt in irgendeiner Form meine Trades zu nutzen, welche Richtung dann eben auch immer. So, also er drückt hier schon recht früh dagegen. Das heißt, sieht fast so aus, als würden wir jetzt direkt die Eröffnung hier nochmal anlaufen. Mal gucken, ob er das macht. Das würde aber bedeuten, wenn er hier aus dem Stand mit der 5-Minuten-Kerze ohne Korrektur nach unten versucht, das Ding direkt nach oben zu drehen. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Deswegen würde ich da oben auch nochmal irgendwie einen kleinen Short dazu packen. Mal gucken, ob wir das Stück nochmal dann irgendwie auch runterkriegen, wenn er jetzt überhaupt bis da oben hinläuft. Ne? Klar. So, das heißt, ne, das ist einfach nur so ein Wahrscheinlichkeitsding. Wenn man in den Chart guckt, irgendwie um 9 Uhr Eröffnung, so eine Kerze nach unten, dann direkt die nächste 5 Minuten ohne Lunte direkt darüber, wird man sehr, 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 sehr selten finden. Und deswegen würde ich auch hier direkt nochmal da oben rangehen. Aber eben auch nicht nur deswegen, sondern das wäre ja einfach halt letzten Endes hier im kleinen Timeframe ja auch nur eine Trendsache. Ne? Das heißt, um das irgendwie umzudrehen, müsste er hier oben drüber. Das heißt, hier oben gehört dann eigentlich auch mein, da drüber gehört dann mein Stop. Und das heißt, er kann das hier versuchen zwar umzudrehen, wird er aber vermutlich nicht schaffen, sondern dann halt eben zumindest nochmal irgendwie hier irgendwo ins Mittelfeld korrigieren, bevor die ganze Geschichte dann reagiert, beziehungsweise funktioniert und sich da halt der Trend dann umdreht. Aktuell stehen wir so ein bisschen still auf der Oberseite hier von dem grünen Bereich. Also für mich, wie gesagt, noch immer noch kein Long. Wir werden sehen, ob das schlau ist oder nicht. Ich würde hier erstmal noch versuchen, habe ich ja gerade gesagt, dann halt hier nochmal nach unten noch mal ein paar Punkte mitzukriegen, eben dann halt hier mit reduzierter Size an der Stelle, um dann halt eben sehen, ob wir A hier noch tiefer kommen oder um auch nur das Ganze noch mal irgendwo auszutesten, den Support. Ja, weil es ja auch eigentlich typisch ist, dass es nicht irgendwie nur einmal irgendwie so ein Spike dahin gibt und dann der Markt umdreht, sondern oft wird es dann eben dann noch mal genau angetestet oder halt eben im Trend dann nach unten fortgesetzt. Nur so ein Kontakt ist recht unüblich. So, und umgekehrt, hier unten bis zu 78 runter. Da kann er auch reinstechen. Da würde ich dann halt versuchen, Long dagegen zu halten. So, aber hier im Mittelfeld, glaube ich, macht wenig Sinn, jetzt hier direkt irgendwo dagegen zu halten. So, Timeframes wie immer. Relevant natürlich jetzt hier der H1, ja, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel hier nur auf den Daily konzentriert, weiß nicht, ne? Das sieht es auch schon so ein bisschen so aus. Das kann man irgendwie, ich kann es mal hochmachen. Das sieht ja schon fast so aus, so als wäre der hier fertig. Ne? Hier ist man dann so ein bisschen aufsteigendes Tief an der Stelle, ne? Nicht verletzt. Klar, sieht ein Daily, sieht es immer alles ganz einfach aus, aber hat ja mit Day Trading, also Intraday Trading jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun und beziehungsweise nur eben was die Bereiche angeht, jetzt aber nicht unbedingt das Verhalten. So, bin mal gespannt. Wir könnten ja mal irgendwie so ein Nelson-Orakel da drüben irgendwie aus der Ente da drüben machen und dann halt muss ich zu sehen, ob wir die nicht in irgendeiner Form hier mobilisieren können. So, Ente schwimmt oben, irgendwie long, Ente geht runter, geht unter, short. Endlich mal eine gute Idee. Ja, man braucht ja verlässliche Indikationen, also vielleicht ist sie das ja. Es wird ja immer schon versucht, mit der Farbe meines Hemdes irgendwas auswendig zu machen. Das finde ich ja immer super. Ich bin vorhin die Kommentare gar nicht durchgegangen, muss ich mal tatsächlich mal noch machen. So,
Das sind ja bestimmt wieder ein paar Sachen dabei. Blaues Hemd, siehst du? Ja, da geht was heute. Immer wieder lustig. So, aber ein bisschen wohler hätten wir jetzt hier ja gerne schon noch, ne? Sondern weil hier so auf 5 Punkten rauf und runter jetzt rumdackeln, das ist jetzt nicht so unbedingt der Plan hier vom Webinar. Das war's für heute. Nein, 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 nein. Um 9:30 geht hier die Luzi ab. Das bestellen wir das einfach mal so. So, aber das sieht jetzt schon so ein bisschen aus, ne? Wie gerade gesagt, ja, direkt hier an die Eröffnung. Aber soll er machen? Bitte gerne. Aber ich werde, es sieht so verlockend nach Long aus, so jetzt hier erstmal, ne? Aber glaubt da noch nicht dran. Noch nicht so wirklich. Der soll hier mal ein bisschen schöner reinstechen da unten noch und uns dann nach oben bitte mitnehmen. Gucken nur, wer das macht. Ich habe hier immer noch mein Nutella-Brötchen liegen. Ne? Ich hätte ja so Lust, da jetzt reinzubeißen. Das kann ich ja gar nicht sagen. Bitte keine Werbung jetzt hier, ja? Das sind so alte Kindheitsgeschichten, so irgendwie. Nutella, das kriegt man, glaube ich, nicht mehr weg, wenn man das einmal irgendwie geliebt Um hat als 9:30 Kind. dann Und Knoppers, oder wie? ja, genau. Um 9:30 kommt dann die Knoppers-Fraktion. Aber ich glaube, das war ja schon irgendwie 90er. Das ist ja schon nach meiner Sturm- und Drangzeit, oder wie auch immer. Die Erzähl uns Knoppers. mehr. Bitte was? Nein, ach, Quatsch. Das ist, gibt es jetzt nicht so wahnsinnig, nicht viel dazu zu erzählen. Bisschen doof ist natürlich bei der Übertragung mit YouTube, dass man den Nelson nicht hört, wenn der Kommentare macht. Das müsste ich ja dann alles irgendwie jetzt ganz geschickt Nein, aufgreifen. ist okay so. Ja, ich muss mir da mal was überlegen, da schicke ich dich demnächst irgendwie, schicke ich Audio. Dann halt Wie viele irgendwie. Zuschauer hast du denn jetzt in deiner Premiere jetzt? In was? Bei YouTube oder wie jetzt? Gerade aktuell 26. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Die meisten sind dann schon deutlich, deutlich, deutlich hier. Aber es war ja auch nicht angekündigt, ne? Sondern es ist ja auch jetzt erstmal ein Test. Und es ist dort leider auch verzögert. Also irgendwie mit einer Minute oder so. Von daher ist das natürlich auch, da habe ich aber vorher nicht drauf geachtet. Aber dafür wackelt es, beziehungsweise ist das Bild aber besser. Aber gut. Wie gesagt, es ist erstmal ein Testballon hier. Und mal gucken, vielleicht kann man das in der Zukunft so einführen, dass man das wirklich dann parallel macht. Und vielleicht ist das ja gar nicht so doof. So, aber pass auf, jetzt der Markt, der macht jetzt einen Plop nach oben. Ach ja. Ja, guck mal, das war ein Wink von Nelson. Nelson hat gerade den Future-Markt leer gekauft oder ist dabei? So, für 2 Nee. Punkte hat's gereicht. Ja, ich finde das so ein bisschen. Ich meine, kann natürlich trotzdem sein, ne? Er drückt sich ja hier nach oben, aber auf der anderen Seite, wenn das hier so, warum kommt da nicht mehr Druck nach oben? Ne? Obwohl ja schon, ich meine, wir sind gerade irgendwie 40 Punkte nach oben korrigiert. Also wenig ist das natürlich nicht, ne? Das gerade für so einen DAX während der Eröffnung, das ist schon okay. So, also bin mal hier gespannt. So, wird jetzt eh gefilmt. Limit Pullback konnte jetzt hier nicht so wahnsinnig viel zeigen. Das ist ein bisschen zu knapp eingestellt, aber man hat trotzdem gesehen, es ist ja erst gefilmt worden nach der ersten Zuckung. Also ärgerlich wäre natürlich, wenn er jetzt wirklich auf die letzten 15 Sekunden hier den M15 dann direkt umdreht und dann nach oben wegdreht. Das wäre natürlich jetzt doof. Mal sehen. Eine Sekunde noch. Okay, also. Ne, nicht zu übersehen, unten der Support jetzt hier auch im M15, da oben. Und aber nichtsdestotrotz schließt unter der Eröffnung. Von daher darf er der
Richtung, auch wenn sie hier nur knapp ist, gerne noch mal ein paar Punkte folgen. So, das würde bedeuten, ich will immer noch versuchen, hier unten tiefer reinzukommen, muss den jetzt aber auch nicht ausreizen, ja, sondern kann natürlich auch sagen, ja gut, ist nur ein Skype, ich nehme da halt irgendwie 5 Punkte mit und dann hat sich das. Aber erstmal prallen wir an der Eröffnung ab, auch hier am VWAP, auch am SMA20 im M2. Und innerhalb der Bewegung hier vom M5 innerhalb von der allerersten. Daher ist da erstmal alles soweit fein. Aber klar, ich meine, Königsklasse wäre jetzt natürlich, wenn er jetzt hier komplett neues Tief macht und wir da unten hinlaufen. Das wäre natürlich super. Aber es ist natürlich auch Wunschdenken, das ist halt auch klar. So, das heißt, YouTube laggt tierisch. Ja, ich weiß. Ne, das war ja, ich habe es gerade gesagt, ich habe dabei auch vergessen umzustellen. Und dort haben wir natürlich eine hohe Latenz, ne, gerade. Das ist nicht so Echtzeit, wie jetzt hier im Webinar. Aber es ist ja auch eher so ein bisschen ein technischer Test. Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt drin lasse später. Oder eben nicht. So, jetzt habe ich hier nicht so viel Technik, sondern hier auf den Markt, weil das hätte schon fast gereicht. Da unten, das waren ja gerade schon 10 Punkte, die man da hätte mitnehmen können. Unten fehlt aber natürlich schon noch so. Das sind immer so die auffälligen Dinger hier. 109, wo er schon gerne mal irgendwie kurz hin dürfte. Aber die Motivation dreht sich gerade um, wie, ne, wie gerade gesagt. Also das hier hätte eigentlich schon gereicht für ein kleines Skype, weil ich muss es nicht ausreizen bis darunter. Das sollte es auch nicht irgendwie drauf ankommen lassen. Das heißt aber, wenn er jetzt hier nochmal hinkommen sollte, würde ich direkt dann auch absichern. Das hätte ich mindestens machen können. Aber es ist ja generell immer so die Herausforderung hier mit den Webinaren, Livestreams und so weiter, dass man ja irgendwie halt auch das macht, was man beim Trading ja gar nicht sollte, nämlich parallel andere Dinge. Außer man hat jetzt irgendwie Swing Trading, da kann man ja auch irgendwie parallel in Urlaub fahren oder sonst irgendwas. Aber nicht Intraday-Handel mitten in der Öffnung. So, jetzt haben wir hier den VWAP auch einmal genau gehabt. Also hier vom VPOC, also Orkans Tool, was ich hier drin habe. Was mir eben alles, was mit Volumen angeht, eben ein bisschen deutlicher dann auch Zeit, inklusive hier vor allen Dingen den VWAP und mit dem volumengewichteten Durchschnitt. Ne? Also da stecken wir hier jetzt gerade dran. So, das heißt, hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Also das High wäre eigentlich hier oben. Ich will eigentlich nicht, dass der überhaupt da oben hinkommt. 150, sondern würde am liebsten natürlich schon hier das Ding gedreht haben. Also hier hätten wir dann auch den SMA 20 im M5. Würde auch noch passen, wenn wir dort einmal irgendwie kurz Hallo sagen und dann wieder runterkommt. Ah, schon echt ein bisschen nervig zäh hier gerade an der Stelle. Schon so ein bisschen nervig. Also könnten jetzt, ja, das brauchen wir jetzt da oben natürlich. Kriegen wir da jetzt noch irgendwie einen Punkt oder nicht? Wird es ja wohl mal schaffen, hier nur einmal kurz runter zu pieksen. Wenn ich, also wenn es nicht sofort kommt, mache ich das Ding zu, weil das ist mir hier viel zu viel geeiert. So, ich stelle den jetzt einfach 0, ja, also Break Even. Ganz genau, entweder geht das jetzt wirklich hier mit 0 Punkten raus oder wir hopsen noch einmal auf die Unterseite, weil das ist hier, das ist ja Quatsch, ne? Also da jetzt irgendwie dran festzuhalten, macht ja gar keinen Sinn. Dieses Geeiere da, plus minus 2 Punkte rauf und runter. So, also, hätten 10 werden können, 0 sind es geworden, aber passt trotzdem. Und er kann natürlich auch immer noch runterkommen, gar keine Frage. Und da kann man auch nachher sagen, na, hättest du mal drin gelassen,
ist ja doch wieder 50 gelaufen, ja, aber das, also dieses, wie der gerade da oben dran drückt, ne, da, ich meine, sowas kann man ja auch immer irgendwie in zwei Richtungen interpretieren, so, ja, hier geht es nicht weiter, da ist ein Widerstand. Ja, das ist die eine Sichtweise, die andere ist, er klebt da oben fest und zwar so lange, bis der Letzte eben dann halt sagt, okay, dann halt nicht, ja, und dann gibt es eben einen Ruck nach oben. Deswegen sind wir so ein bisschen, das muss dann aber auch schon auch irgendwann kommen. Wenn er jetzt hier runterkommt, ja, so mit einem langen Strich, nachdem er da oben irgendwie die ganze Zeit dagegen gelaufen ist, okay, ja, aber das hier, das sieht ja schon fast eher long aus als short. So, Stefan fragt gerade, wo kann man sich täglichen Livestreams anmelden? Also ich mache keine, eigentlich keine täglichen Livestreams. Was ich mache, sind halt die täglichen Videoblogs. Also zumindest mal jetzt auch seit 2 Wochen, wo ich dann eben von geschriebenem Text auf die Videos umgeschwenkt bin. Und das ist aber auch einfach mein Blog verlinkt, ne? Also ist, glaube ich, hier eingeblendet. Ne, ist nicht eingeblendet. Mal gucken, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Ja, da unten. Da steht irgendwo alles drin. Und klar, wenn ich mal Live-Trading mache, habe ich ja letztens auch zur FED, zum Zinssatzentscheid auch gemacht. Und dann findet man es natürlich dann halt eben, wenn man den YouTube-Channel abonniert, kriegt man dann auch natürlich automatisch eine Info darüber. Ja, so sieht das aus. So, also wir kleben immer noch hier auf der Stelle. Was macht denn eigentlich der DAO? Also das hier ist gerade irgendwie ziemlich sinnlos. Wie ich sehe, ja, da auch nichts anderes steht eigentlich auch wieder da, wo wir vorhin angefangen haben. Das sehe ich schon im Daily. Aber es ist natürlich schon interessant, ne, dass das jetzt hier, soll das jetzt echt, das schon gewesen sein an der Stelle? Mit einem Aufsetzer, das wäre natürlich dann ärgerlich, ja, weil er vorher irgendwie groß erklärt, wo die Zone liegt. Aber ich habe mich so ein bisschen irritieren lassen von dieser langen M5, die da runter geht. Ich dachte, da kommt wenigstens nur eine hinterher. Hat aber nichts mehr gemacht, als jetzt einmal da kurz drauf und dann war es das. Das ist natürlich echt. Ja, gut, ich meine, hätte man das irgendwie als so Swing oder Swing ist vielleicht ein bisschen zu groß, irgendwie angelegt als zeitlich, aber als längerfristigen Trade, so nach dem Motto, ich kaufe da und jetzt mein Stop, weiß der Geier wohin, dann hätte man, das wäre schon gut gewesen. Ne? Also kann man natürlich auch machen, aber ich versuche ja natürlich in den Webinaren so eng wie möglich mit den Positionen ja auch umzugehen. Und das finde ich schon auf jeden Fall jetzt bemerkenswert. Ne? Ich meine, auch das hat ja soweit gepasst, wo ich gesagt habe, hier so, ne, hier nicht direkt long, weil also direkt eine Kerze dann wieder da oben drüber rausschießt, glaube ich nicht so dran. Beziehungsweise wird man eher selten finden, war ja auch so. Jetzt hat aber hier schon irgendwie die vierte 5 Minuten Periode da halt irgendwie am Start und drückt sich hier jetzt irgendwie dann recht slow nach oben durch. Das ist natürlich dann wiederum eine andere Geschichte, aber okay. Noch ist es ja dennoch nicht passiert. Ne? So, ich würde jetzt wirklich, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern so wie es das Ganze darstellt, erstmal die 9:30 Uhr abwarten. Mal gucken, was der Markt da halt irgendwie machen will, aber das hier ist natürlich auch ein bisschen. Wie sieht das denn aus? Meine Güte. Hängt aber jetzt auch nur hier am SMA20 im M5 von unten. Da, wo ich ja zuerst gesagt habe, naja, wenn er da hingeht, deswegen hatte ich ja oben noch eine Order. Aber das sind jetzt hier trotzdem die Vola, verlässt uns hier gerade. Die waren nur in den ersten 5 Minuten gut und seither nur noch rumgeschleppe. So. Da, von daher wäre es jetzt schon besser, wir kriegen jetzt nochmal irgendwie einen Rutscher nach unten und dann von mir aus gerne nachher die 10 Uhr, die Auflösung von der Stundenkerze. Ja, da kommt ja noch ein bisschen was, ne? Vielleicht. Ja, lassen wir den mal machen.
Lassen wir den erstmal machen. Also die Stunde kann natürlich gerne irgendwo hier oben direkt, irgendwo danach auch im Norden auflösen. Also nicht direkt, sondern halt mit direkt meine ich direkt mit dieser Stunde, mit der Eröffnungsstunde. Also dann von mir aus auch so, ja. Also direkt drauf bis auf die 200. Da will ich ja sowieso hin. Und die Frage ist wie immer, wie machen wir das? So, und ich versuche jetzt, wenn es irgendwie geht, hier unten noch reinzukommen. Ich hätte auch sogar am liebsten noch gerne ein neues Tief. Aber ob er mir den Gefallen tut, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ne? So, hier ganz simpel tatsächlich, ne? SMA 20. Im M5 hätte schon 20 Punkte gebracht. Okay. Aber so ist es. Und der zackert hier echt ganz schön rum. Also das gefällt mir nicht. So, auch dieses, was haben wir denn im Buch hier drin? Ja, eigentlich recht normal alles, ne? Vom Volumen her, was natürlich jetzt erstmal wenig drüber aussagt, wie das Volumen da gehandelt wird. Also was jetzt tatsächlich dann halt eben durchgeht. Das sehe ich hier natürlich nicht. Aber ich sehe halt, dass wir nur hier so ein bisschen jetzt Widerstand von oben haben. Auch der M15, wenn er jetzt einfach die Richtung fortsetzt, müsste der eigentlich auch nach unten auflösen. Ja. Weil man sieht, das drückte die ganze Zeit hier runter. Und es ist eben tatsächlich so, dass man die eine Richtungsänderung so dann erst nach der Hälfte von der Zeiteinheit hat. Also zum Beispiel dann halt im H1 dann so nach 30 Minuten, wenn das Ding irgendwie anders auflösen will. Das geht selten irgendwie direkt am Anfang los. Sondern es wird ja immer so ein bisschen dann auch die Zeit genutzt und das Ganze ausgereizt. So, was soll ich mir angucken? Ja, im H1 könnte das gewesen sein. Ne? Das ist ja im Prinzip, was ich gerade aufgegriffen habe. Ja, im H1 könnte es das gewesen sein, aber der H1 hat halt auch noch 33 Minuten. Ne? Das heißt, deswegen wäre ich da schon irgendwie ein Freund davon, da nochmal irgendwie. Dass wir um 9:30 Uhr erstmal nochmal auf der Unterseite irgendwie uns umgucken und dann raufziehen. Ja. Weil wir haben jetzt natürlich auch hier, wenn der jetzt nochmal runterkommen sollte, ne, dann haben wir hier an der Öffnung erstmal einen massiven Widerstand. Ja. So, aber das würde ich mir jetzt gerne angucken, bis eben die 15 Minuten vorbei sind. Und dann sieht man das, glaube ich, ein bisschen deutlicher, weil hier ist ja erstmal gar nichts. Also das ist ja erst nur so, keiner weiß, was es werden wird. Wir stehen in der immer noch an der Eröffnung. Und außer wir schnippen jetzt wirklich dann hoch auf den letzten Drücker hier um 9:30 Uhr, dann würde ich gucken, okay, wo kriege ich einen Rücklauf? Und dann würde ich natürlich auch reingehen und nicht mehr auf die neuen Tiefs hier setzen. So, wenn sie dann aber immer noch kommen, ja meine Güte, dann habe ich halt Pech gehabt, ja, dann muss ich irgendwie später nochmal ansetzen. Aber noch hat hier für meine Begriffe nicht wirklich irgendwas gedreht. Wir haben jetzt erstmal nur die Reaktion da unten, aber noch keine wirkliche Richtungsänderung. Auch das Einzige, was er hier die ganze Zeit macht, ist seit eben 9:04 Uhr quasi nur nach oben irgendwie, ne, schlapp dagegen drücken gegen die erste Bewegung. Mehr ist noch nicht passiert. Und das sieht natürlich so aus, als würde er jetzt jeden Moment nach oben wegballern, ja. Aber wir wissen, wie es ist. Wir wissen alle, wie es ist. Wenn es so aussieht, heißt das noch lange nicht, dass den dann eben auch so kommt. Das heißt, sollte zumindest doch mal hier, ich meine, ich glaube ja mal nicht, dass es jetzt das Problem wird, wenn der jetzt hier irgendwie Gas geben sollte, da halt ein paar Punkte rauszuschneiden. Ich muss ja nicht unbedingt jetzt genau hier rein. Ergibt ja irgendwie gar keinen Sinn. Und beziehungsweise keinen Sinn, die jetzt hier möglichst tief, wenn ich ja sowieso nur irgendwie 20, 30 Punkte mit will. Ich will ja nur irgendwie, was ich ja eigentlich haben will, ist Sicherheit. Ne? Und das ist ja eigentlich das, worum es hier geht. Und nicht irgendwie nachher sagen zu können, ja, ich habe genau den tiefsten Punkt. Egal. Das ist ja egal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also. Das sieht ein bisschen strange aus hier an der Stelle. Der M15 kleben hier halt so in der Mitte hier rum. Also ist für mich
Immer noch kein Longwert, ehrlich gesagt. Das gar nicht. Überhaupt nicht. Also hier so dieses Mittelfeld da halt irgendwie. Das müsste schon mal ein bisschen deutlicher verlassen werden. Ne, weil jetzt auch hier die letzten 15 Minuten ist ja nichts. Also das ist ja ein bisschen nach oben gedrückt, nachdem hier unten da war was los in den ersten 15 Minuten. Aber das hier ist ja eigentlich immer noch Pillepalle. Mich würde nicht wundern, wenn der jetzt gleich einmal doch noch nach unten drückt. Weil es halt hier irgendwie gerade so fertig aussieht oder das heißt weil, ja, also das ist dann nicht der Grund, wenn er es noch machen sollte. Oder aber ich warte zumindest mal jetzt, bis hier der M5. Was, der Dow hat was? 80 Punkte in 10 Minuten? Ja, okay. Da ist der Dow hier im Kleinen, ja, drückt auch die ganze Zeit nach oben, sieht man auch. Ne? So, hier im 15, der sieht, aber jetzt vergleich mal bitte mal, ne? Hier gerade den Dow, das ist eine M15, damit kann ich was anfangen. Ja? Und das ist aber genau das Gegenteil von dem, was der DAX gemacht hat. Der DAX hat ja hier da oben in der Abwärtsbewegung gebremst. Und würden die beiden so aussehen, hätte ich überhaupt gar keinen Zweifel. Da würde ich mich jetzt einfach da oben long einkaufen und gut ist, ja, aber das hier ist der Dow und das ist der DAX, ne? Das sieht man, es ist einfach ein Unterschied, ja. So, und mir gefällt es halt noch nicht, was soll ich machen, ne? Also man muss ja auch irgendwo, wenn man einen Trade macht, ich will mich ja nicht nachher hinstellen und sagen, ja, hast du doch eigentlich gesehen, dass es da nicht vorwärts geht oder was auch immer und jetzt hast du den versenkt. Nee, also mir gefällt das einfach so noch nicht, sorry. Also ich meine, kann ja jeder traden, wie er will, ne? Also das ist ja auch ganz am Anfang ja auch, betonen wir immer wieder, ist alles keine Empfehlung. Jeder muss das machen, wie er denkt, dass es richtig ist. Und für meine Begriffe ist hier Long im DAX einfach noch nicht richtig. Ich mag falsch liegen, ja. Ich hoffe es halt nicht, weil ich wäre ja schon gerne Long dabei. Nur eben nicht hier. Weil ich nämlich genau die Sicherheit, die ich habe, die ich suche, hier noch nicht finde. So, bin ich mal gespannt. Vielleicht kommt das aber jetzt, ja. So, wir gehen jetzt zumindest mal hier aus dieser Zone mal raus. Stoßen hier an die 8 Uhr Eröffnung hier oben. Jetzt gerade dran. Also hier im H1 versuchen uns hier über die Hochs da raus zu beamen und hier auch nochmal ganz simpel SMA 20 im 15. Pivotpunkt von unten. Und eben auch hier der Punkt von unten, die 163, wo ich vorhin meinte, wenn wir da direkt zur Eröffnung dran laufen, das wäre ein Shortwert. Aber jetzt natürlich jetzt eine halbe Stunde nach der Eröffnung muss man sich das dann halt schon, glaube ich, ein bisschen besser überlegen, ob das dann halt ein Shortwert ist an der Stelle oder nicht. Direkt um 9 hätte ich den hier sofort geschortet, ohne mit der Wimper zu zucken. Deswegen habe ich sie auch eingezeichnet. Aber wenn man dann zweimal hier hinguckt, sieht man auch, okay, bewegen das leider gerade auch, ne? In der angedachten Aufwärtsbewegung. Von daher, also ich bin ja immer gerne so ein bisschen schneller auch dabei, irgendwie mit auf den Knopf drücken. Heute dann halt mal nicht so. Weil einen haben wir drin, irgendwie mit 11 Punkten. Das ist natürlich nicht die Welt. Wenn man sich jetzt hier die Wohle anguckt, ist natürlich so ein bisschen lame. Aber was soll ich machen? Ich mir eben hier
den Markt angucke und irgendwie noch nicht so wirklich mich damit anfreunden kann. So, das heißt, mal gucken. Also wir haben hier oben auch noch den Kassaschluss von gestern. Das sind auch noch ein paar Meter bis hin. Das heißt, wir stecken hier immer noch im Abwärtsgap aus dem Kassamarkt. So, können wir vielleicht mal irgendwie so was Lustiges machen, wie Fibos ziehen. Gucken, ob wir da irgendwas halt erkennen können. Also hier zwischen der Eröffnung und zwischen dem Gap jetzt einfach. Aber gut, jetzt auch nicht unbedingt irgendwas aus, jetzt so ein paar Punkte höher. Und da wäre dann halt eben 61,8. Die würde tatsächlich sogar auch hier zum SMA 20 M15 passen, der auch hier zu diesen Peaks passen würde. Wobei, ne, das ist halt Overnight, sollte man nicht überbewerten. Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich versuche halt hier einfach gerade Argumente zusammen zu kriegen für irgendeine Richtung. Also Long ist halt hier auch, da sieht man, hier kommt er direkt wieder ins Straucheln, hängt genau an diesem Level, was ich da halt vorhin eingezeichnet habe. So, was heißt das jetzt? Das heißt, es könnte hier immer noch die Reaktion nach unten geben. Und weil hier ist eigentlich nichts gerissen, ne? Also außer dass wir halt immer noch in dieser Abwärtsbewegung eigentlich drinstecken, die gerade irgendwie long aussieht. Kurz mal oder lang, man weiß es eben noch nicht. So. Ja, und selbst hier wäre man da halt nochmal short gegangen, wären es auch schon wieder irgendwie 10 Punkte. Also für die, die vielleicht ein bisschen später zugeschaltet haben, also ich habe um vor 9 gesagt, dass ich long suche. Aber ich auch eben halt bin aber halt um 9 Uhr short gegangen erstmal, weil die Zone für Long habe ich halt auch um vor 9 Uhr hier eingezeichnet. Und mir gefällt das Bild halt einfach immer noch nicht wirklich, um da jetzt halt einfach Long drauf zu springen. Wie gesagt, ich mag falsch liegen. Kann auch sein, dass wir dann um 10 Uhr, dass ich dann sagen muss, ja, falsch gesehen, ist bei den 11 Punkten da geblieben. Das kann natürlich passieren, aber ich brauche aber auch irgendwie so ein bisschen Verlässlichkeit oder zumindest irgendwie ein gutes Gefühl, wenn ich einen Trade eingehe und für Long habe ich den hier einfach noch nicht. Also gucken, was jetzt dauert. Also ich hoffe, man versteht, wovon ich überhaupt rede. Weil ich das natürlich hier auch oft wirklich einfach mal so laut denken ist und dann bleibt es nicht aus, dass ich mir mal was in den Bart nuschel und dann man so denkt, so faseln wir da, ja, das ist halt einfach laut gedacht, nicht irgendwie bis zu Ende zwingenderweise gedacht. So, hier im DAO, ich habe ja gerade mal rüber geschaltet, kann man ja auch mal irgendwie gucken, da könnte man ja vielleicht hier oben auch über den SMA 20, da ist dieser Peak darunter, 217 rot, da würde ich jetzt einfach auch mal kurz was hinpacken. Und dann halt mal sehen, ob wir da halt irgendwie eine Reaktion dann irgendwie kriegen. 30, 10, ja, okay, das kann man erstmal so stehen lassen. Weil auch, dass der einfach so raufläuft und dann da oben durch, glaube ich auch noch nicht. Also, wobei der natürlich jetzt schon deutlich länger aussieht, wollte ich gerade sagen. Deutlich longer, deutlich mehr nach long aussieht als der DAX. So, ja, siehst du, jetzt drückt es auch schon wieder hier irgendwie fleißig runter. Von der hier irgendwie ganz kurzes Ding nach oben. Und das war es möglicherweise, dass jetzt dann vielleicht auch gleich wieder direkt ausgehebelt wird. Ach ja, so, und ihr so, euch auch allen so langweilig wie mir gerade, weil ich handeln kann. So, da sind wir schon wieder, ne? Geht schon wieder die Reise rückwärts. So, ich habe ja vorhin gesagt, ich würde gerne zumindest mal, glaube ich, habe ich gesagt, über den SMA 20 im M5 zumindest mal drüber, aber dann soll der bitte aufsteigen, ne? Nicht so. Gefällt mir nicht. Die 163 war gar nicht so schlecht, ne? Hier oben. Gar nicht mal so übel. Trotz allem, obwohl das halt jetzt mit so viel Verzögerung da hergekommen ist.
Aber was mir natürlich jetzt einfach mal gefällt, ist, dass ich halt die ganze Zeit zögerlich bin und mir hier gerade auch gezeigt wird, dass das richtig ist. Dass das gar nicht falsch ist, und mein Gefühl mich da auch gerade nicht vermeiert hat. Ja. Weil da ist wieder die Zackerstelle, an der wir vorhin gewesen sind. Und da sind wir gerade schon wieder, ne? Da sind wir gerade schon wieder. Ja. So, das heißt, jetzt müsste er sich hier quasi beweisen. Das heißt, also wenn jetzt der M5, Entschuldigung, umdrehen sollte und damit auch der M15 jetzt auf die letzten Meter und wir dann hier oben drüber stehen, ja, okay. Aber weil dann laufen wir auch zum Ende der Stunde hin, dann passt es halt auch, ne? Nur das hier war halt nichts. Also das. Deswegen bin ich da auch nicht drauf eingefallen. So, und der N15 sieht man jetzt auch wieder deutlicher. Ja, einfach die Abwärtsrichtung nochmal aufgenommen. Ne? Also die eigentliche Impulsrichtung, die ganze Zeit vorherrschte, erstmal nochmal aufgenommen. Das heißt, wenn der so schließt, dann geht auch die nächste runter. Das heißt, dann könnte man tatsächlich eher nochmal versuchen, nochmal einen Short zu finden an der Stelle. Und dann mal sehen, wie weit wir da unten reinkommen. Halte ich aber dann irgendwie für halte ich aber dann irgendwie auch für plausibel. So, ich lese hier mal gerade so ein bisschen mit, was, weil er hat der Raoul in Fraktal 5 sollte unter 86 Liquidität liegen. What the hell? Ist denn damit gemeint? Vielleicht mag der Raoul das ja mal ein bisschen ausführen. Ich habe hier keinen Fraktal 5. Habe ich das verpasst? Muss ich wieder alles? Was ist jetzt long? Leute! Schreibt gerade der Daniel. Jetzt long! Ja, kann sein. Aber ne, ich, so, die Zone hier muss weg. Die muss in irgendeine Richtung, muss die verlassen werden. Und nach oben hat schon mal im ersten Anlauf nicht geklappt. Ne, vielleicht klappt es ja jetzt. Ich habe ja auch gesagt, wenn der M5 jetzt hier mit dieser Periode nach oben den SMA 20 dann eben auch da nochmal drüber steht, ja, dann okay. So, dann bin ich dabei. Aber das muss er jetzt auch mal machen. Ne? Also, damit ich da dabei bin. Ansonsten, dabei bleibe ich auch, wenn der M15 hier nochmal drunter schließt, irgendwo unter der Eröffnung oder so, dann bin ich nochmal short dabei. Also, das heißt, die 1,5 Minuten, die halte ich jetzt mal noch hier die Füße still. Da brennt hier, glaube ich, jetzt nichts an. Also, aber, ne? So, so viel zu jetzt long. Ne? Wir stehen wieder da, wo das jetzt war. Deswegen ist es hier leider gerade unentschieden. Also deswegen gehe ich da auch nicht rein und deswegen bin ich auch die ganze Zeit zögerlich. Ich weiß, für ein Live-Trading ist das so ein bisschen müßig, ja. Weil es natürlich viel cooler ist, ja. Dann irgendwie so, hey, hier, pop, pop, rein, raus. Würde ich auch gerne machen, aber. Ich sehe hier einfach nicht genug für rein raus, also nicht genug Sicherheit, ja. So, das hier, okay, die 163, die hätte ich vielleicht mal noch wagen können da oben, weil die habe ich ja schon irgendwie um 9 Uhr da oben eingezeichnet oder vor 9. Aber das war mir nicht geheuer, vom Timing her. Deswegen habe ich die nicht gemacht, so. Und hier unten, die waren mir auch zu früh. Also heute irgendwie bis jetzt, also. Der hier, dem weine ich jetzt nicht so wahnsinnig nach, das ist schon okay. So ein bisschen der hier, da hätte man schon mal den ersten Impuls dagegen halten können. Ja, den hätte ich nicht unbedingt verschenken müssen, sondern da halt sagen, gut, dann hat man Long und dann nehmen wir einfach mal den ersten Impuls mit und dann halt irgendwie meinetwegen auch nach 10, 15 Punkten wieder raus. Aber von Long habe ich bisher gar nichts, obwohl ich ja auch von Anfang an auf Long unterwegs bin. So, und das ist natürlich jetzt super, ne, dass wir hier
Doji kriegen im M15, hurra. Ja, also ich habe ja gesagt, wenn er hier unten endet, short, wenn er da oben endet, long. Was macht er? Doji. Hurra, hurra. Das ist natürlich klasse. So, das heißt, kriegen wir jetzt hier nochmal irgendwie ein paar quälende Minuten. So, das heißt, ich würde die dann aber eher andersrum abfangen. Das heißt, dann halt hier mit einer Bracket dann halt das Ding vielleicht machen. Ja? Also das heißt, hier unten, also ich meine, man muss jetzt auch jetzt nicht unbedingt handeln, aber wenn dann irgendeine Richtung ausbricht ab hier, dann gehe ich mal davon aus, oder ich hoffe zumindest, dass es dann ein bisschen deutlicher wird. Ja? Und das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal irgendwie drüber gehen, nochmal über den M5, deswegen setze ich den dann auch da oben jetzt hin. Und dann kann er von mir aus auch weiter raufziehen, da bin ich dann auch dabei. Das passt dann. Der Doji hier gefällt mir überhaupt nicht im M15. Aber das würde jetzt zumindest, wenn wir da jetzt nochmal drüber laufen, die Richtung so ein bisschen bestätigen, ja, da oben. So. Aber nicht genug, um da jetzt irgendwie mit 10 Kontrakten da oben reinzuspringen. Das halt auch nicht, ne? Weil dafür ist es alles viel zu undeutlich an der Stelle. Das heißt schon ein bisschen, naja. Ja, eng absichern, also schreibt ja auch hier der Daniel, der eben gemeint hat, long, jetzt long, eng absichern. Ja, ich meine, im Scalping spielt es ja fast keine Rolle. Wenn man eng absichert, kriegt man in alle Richtungen immer irgendwas. Also wenn man schnell ist, fast immer irgendwas. Ne? Aber ich würde ja schon gerne versuchen, hier so die Tagesrichtung oder die Richtung, die dann auch ja irgendwie für den Tag halten könnte, hier so ein bisschen einzufangen und dann halt eher nicht so eng absichern, ne? Sondern dann halt mal sagen, ja gut, den kann man erstmal auflassen und dann gucken, was passiert zum Beispiel eben bei der Eröffnung. Also bei der Eröffnung heißt, hier oben bei der Future-Eröffnung, ja, so eine, über der 200. So, und das sind von hier aus mal 60 Punkte und deswegen wäre es eigentlich schon natürlich ziemlich nice, wenn man den jetzt da unten irgendwo eingefangen kriegen würde. Dann kann man den absichern, muss den auch nicht eng absichern, sondern kann er erstmal die Füße hochlegen und dann irgendwie bei 50 Punkten mal die Hälfte rausnehmen und dann auch nicht eng absichern und dann aber, vielleicht hat man einen Trade, der dann halt eben auch bis zum Ende des Tages hält oder bis heute Nachmittag zumindest oder so, ne? Das ist ja eher immer so. Oder nicht eher immer, sondern oft so mein Ansatz, den ich hier dann versuche. Also jetzt nicht irgendwie nur Scalping zu machen, sondern halt schon ein bisschen mehr da halt mitzukriegen. So, und das hier geht mir gerade fürchterlich auf den Zeiger langsam, dieses Geeiere. Was sagt der DAO? Auch nicht viel. Das sieht auch schon fast wieder aus, als. Immer noch echt gruselig. Leider. Leider, leider, leider. Vielleicht, also wenn ich die Wohler hier sehe, ja, echt, das ist nicht wahr. Ein Punkt rauf und runter hier. Das ist doch echt scheiße. Sorry. Aber kann ja nicht sein, dass man hier immer nur irgendwie die ersten 5 Minuten irgendwas machen kann und danach immer dieses Geeiere. Ja, muss auch mal meckern, aber ist doch wirklich wahr. Das ist doch echt, das kann man nicht handeln. So, jetzt habe ich hier einigen aus der Seele gesprochen. Nelson, ne? Also, muss das Kind auch mal beim Namen nennen können. Manchmal schon. Ja. Ja, also, ne, finde ich jetzt schon wieder doof, da oben den Long. Weil der klebt ja immer noch hier da dran, ne? Guck's jetzt mal einer an. Deswegen habe ich ihn jetzt auch hier weggemacht. Klebt immer noch hier dran. In diesen 3 Punkte, dieser Pippi-Range hier. Kann da echt nicht wahr sein. Ich habe eigentlich gedacht, dass um 8:45 beenden wir das Thema hier mal eben mal noch da drin. Unfassbar. Und hier wieder, ne, ein Punkt drauf runter. So. Wenn sich das jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten da wegbewegt, ne, innerhalb von 3 Minuten, mache ich den Laden hier dicht.
So, da kann der H1 aussehen, wie er will, aber so, und was mir jetzt halt nicht gefällt, so, ich bin hier, ich sehe den Dow dagegen laufen hier von unten, ne? Und wenn der Dow eins auf den Deckel kriegt, geht der DAX nicht oben durch. Das behaupte ich mal so ohne Konjunktiv. Zumal der sich auch hier hinschleicht, ne? So, und hier der DAX sieht man ja schon wieder, ne? Jedes Mal irgendwie, wenn man so ein bisschen versucht, da irgendwo raufzukommen, wird es halt wieder nichts. Deswegen. Bin ich ja eher schon fast dafür, hier den Short da näher zu ziehen. Aber ja, vielleicht macht es auch Sinn, wenn wir uns hier um 11 Uhr wieder treffen und dann nochmal gucken, was das Ganze da geworden ist und was es noch werden kann oder heute Nachmittag. So, noch irgendjemand positioniert oder geht es euch wie mir? Und die meisten sagen, ne, das tue ich mir nicht an. Ja, denn ich sehe hier gerade zum ersten Mal die Kommentare bei YouTube. Den Nelson kann man da auch hören. Um Gottes Willen. Aber sehr leise, ja, du bist halt ja nur auf dem Monitor-Lautsprecher drüben. So, ne, das meinte ich. Den schnappe ich mir. Manuell. Mal gucken, vielleicht kann der ja ein bisschen was. 27 Punkte, ob das dann reicht, weiß man nicht. So, wir haben hier auch die Future-Öffnung in der Nähe. Das heißt, dem lasse ich mal ein bisschen Luft. Vielleicht kann der uns ja ein bisschen was zeigen. Aber hier passiert ja immer noch nichts. Da passiert ja immer noch nichts. Mal gucken, vielleicht zuckt der Dow hier so ein bisschen nach unten. Da haben wir wenigstens da noch einen. Ja. Also Timing ist natürlich jetzt nicht so ideal für einen Short im Dow. 217, ja, schon recht genau jetzt da auch abgebreitet ist. Also für ein paar Punkte Scalping, da reichen die Dinge halt tatsächlich dann immer. Ja. Also beziehungsweise wirklich 99% der Fälle. Der könnte aber, ich muss mir den mal genauer angucken, bevor ich jetzt hier irgendwie mich zu weit da aus dem Fenster lehne oder halt den Überblick verliere. So, was haben wir denn da? Der H1, also, ne, versucht hier unten über diese Zone drüber zu schieben. Klar, kann natürlich hier drehen, gar keine Frage, aber wir laufen halt eben gegen den fallenden SMA 20, der seit dem Durchbruch noch nicht ein einziges Mal getestet wurde. So, das heißt, der könnte auch hier jetzt noch auf den letzten Drücker, könnte Konjunktiv hier auch noch ein bisschen deutlicher eins auf die Mütze kriegen. Weil er halt eben jetzt da zum ersten Mal dran läuft und dann halt zum Beispiel bis hier unten hin, ne, bis hier auf diese letzten Hochs. 186, gut, ist jetzt auch nicht die Welt, ne, aber wären dann zumindest auch irgendwie, wenn er das machen sollte, 20 Punkte, die hier eigentlich drin sein könnten. So, was treibt denn der DAX? Nix. Okay. So. Ne, die hier drin sein könnten, gut, vielleicht sogar schneller als gedacht. Die 186 habe ich ja gesagt, das wäre halt so hier, dass ich hier nochmal auf diese Lows drauf. Oder man sagt jetzt hier, gut, ich nehme die 10 Punkte mit, bin ich halt raus aus der Nummer, aber erstmal gucken. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen mehr kriegen. Also selbst wenn der, also ich habe den jetzt hier oben ganz, ganz, ganz großzügig mit einem Stop versehen. Das eigentlich ist das so ein Kandidat, der kann auch über 10 Uhr hinweglaufen, der könnte dann auch irgendwie ein neues Hoch dran machen und die Bewegung dann nachholen. Weil ich nicht wirklich dran glaube, dass der an einem Rutsch ohne Wiederkehr da jetzt halt einfach nach oben wegrennt. Und der DAX sieht sowas von gar nicht nach Wegrennen gerade irgendwie aus. Der zackert hier schon wieder an dem blauen Kasten rum. Hier winzige Range, kommt hier nicht weg. Irgendwie ein bisschen sinnlos, finde ich. Da jetzt großartig irgendwie vor allen Dingen jetzt hier an Long festzuhalten. Also DAX
könnte ich mir eher vorstellen, dass der sich jetzt dann halt später dann noch weiter nach unten gräbt und dann ihn heute Nachmittag die Amis da unten abholen und dann halt wieder nach oben schicken. Gut, das ist aber nur eine, natürlich eine vage Vermutung, aber jetzt zumindest nicht das erste Mal. So, komm, dann vielleicht gibt mir der Dow jetzt noch irgendwie 5 Minuten nach unten. Gucken, was der M5 da oben treibt. An meiner Lieblingslinie, EMA 200. Hier sehen wir die RVL, die Retailer-Vermeierungslinie, weil ich mit der nie was anfangen kann. Aber sie ist halt drin. Irgendwie schon immer und es hat Traditionen, auch wenn es keine Bedeutung hat. Ich weiß nur, da kommt der Markt eben einfach super oft irgendwie zum Stehen, macht irgendwie komische Sachen oder sonst irgendwas. Weil das so, warum die so eine Berühmtheit hat, ich weiß es nicht. Aber hat sie. Nicht verdient. Herr Birgit, das ist doch schön. Guck mal, Birgit schreibt, ich war long und habe 27 Punkte erwischt, aber natürlich nicht profimäßig. Ja, wenn du 27 Punkte erwischt hast, liebe Birgit, in dem Markt, wo ich nur staune, dann war das auf jeden Fall profimäßig. Also Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle. Ja, das ist schön. Wie gesagt, ich gönne euch das ja. Ich habe ja auch, ne, Long beschrieben, aber ich. Und auch die Zone, aber mir fehlt immer noch irgendwie der Ansatz, um das zu sagen, oder das Gefühl, ja, um da zu sagen, ja, okay, jetzt passt das. Jetzt kann man den mal irgendwie laufen lassen, machen, tun und dann muss ich mich nicht drum kümmern. Das fehlt mir halt auch. Von daher, alles gut, freut mich für euch, wenn ihr es trotzdem gemacht habt und trotzdem was rausgeholt habt. Ist doch schön. Vor allen Dingen das Witzige ist ja, am Anfang vom Webinar waren hier ganz, ganz, ganz viele Short und plötzlich lese ich hier nur noch Long, 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 Long. Schon lustig. Aber auf keinen Fall hat sich irgendjemand da von mir beeinflussen lassen. Aber das ist schon ein bisschen witzig. Muss ich jetzt mal so. Aber finde ich gut so. Nein, es ist ja auch schön. Sondern dafür sind die Webinare ja auch da, ne? Damit man ja halt eben so irgendwie dass man eine andere Perspektive bekommt und dann ja halt eben auch seinen Ansatz irgendwie gegenchecken kann und dann vielleicht ja dann auch Dinge sieht, die man vorher irgendwie nicht gesehen hat, in seinem eigenen Ansatz. Ne? Dafür ist das doch auch super. So, Dow hat sich auch entschlossen, hier nicht mehr zu bewegen. Unglaublich. So, was macht der DAX jetzt? Auf den letzten Drücker geht runter. Ne? So. Nischt macht er. Ach, gibt halt jetzt schon. Ach, ist herrlich. Ja, illiquide, ne? Haben wir gerade gesehen. Hier, Gap. Ein Gap mittendrin. Das ist auch kein gutes Zeichen. Das heißt, dass wir dann halt hier, wenn das zugemacht wird, das Ding unterboten, dann auch schon wieder ein Short-Kandidat. Aber gucken wir mal, was jetzt die letzten 2 Minuten macht. Man weiß es nicht, möglich ist ja wie immer alles. Auf jeden Fall ziemlich nervig insgesamt. Also die long sind und nicht aufgegeben haben, denen wünsche ich das natürlich, dass er jetzt nach oben wegrennt. Aber er müsste halt zumindest, sagen wir mal so, hier über der 163 dann jetzt schließen. Ne? Dann ist das okay. Dann ist das eine andere Nummer. Und so, der gebe ich mir auch auf den Keks. Ne? Weil das ist jetzt einfach zu knapp. Also der kann jetzt auch eben nach oben durchlaufen, dann hier eins dran setzen, das später machen. Das habe ich ja eben schon gesagt. Das wäre auch ein Kandidat. Der könnte auch über die Stunde hinweg gehen. Ne? Und die Bewegung fertig machen. So. Also hier 163 müsste ich mindestens drüber. Besser natürlich noch höher. Und dann macht das auch Sinn. So, dann sieht das Bild auch anders aus. Ne? Das heißt, dann wären wir jetzt hier, wenn, dann wären wir dann jetzt hier auch endlich mal vernünftig drüber weg. Aber irgendwie so wirklich überzeugend ist das auch immer nicht. So, jetzt haben wir leider genau den Fall, den ich vorhin habe kommen sehen, dass ich um 10 Uhr sage.
bei den 11 Punkten geblieben. Aber so ist es. So ist es. Das war halt hier einfach nicht besonders dankbar, das Geeiere an der Stelle. Aber jetzt wäre ich dabei, Long. Also jetzt, das ist zwar immer noch nicht wahnsinnig deutlich, man sieht aber hier schon, also diese M15, die sich jetzt hier endlich auch rausdrückt aus dieser Geschichte, der kann auch jetzt noch mal kurz da rein. Das ist alles fein, aber das wäre dann halt schon ein Long-Kandidat. Ich muss nur leider zum Termin recht dringend. Würde ich halt hier einfach überziehen. Würde sagen, komm, lass uns noch eine halbe Stunde dranhängen. Ich kann aber nicht. Geht leider nicht. Muss mit meinem Sohn in die Schule und dort wegen der Anmeldung heute letzte Chance, da irgendwas zu machen. Also wir haben da einen Termin, müssen da ganz dringend hin. Deswegen muss ich an der Stelle jetzt raus. Und leider gibt es ja auch manchmal Sachen, die sind wichtiger als Trading. Und das ist auf jeden Fall ein Fall. So, das heißt, wir bleiben hier bei den 11 Punkten. Trotzdem war es ganz okay. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, ja, weil ich ja natürlich dann mich hier im Monolog irgendwo mehr oder weniger wiederfinde und dann darauf angewiesen bin, dass der Markt ja dann auch mitspielt. Und das wollte er eben halt nicht mehr, sondern er wollte das Ding hier eben ausreizen bis auf den letzten Drücker hat er halt gemacht, aber ist so, passt schon, wenn auch wieder anders. Also, 11 Punkte Profit für eine Stunde, bisschen mau, aber besser als nichts. So, ich hoffe, es hat euch trotzdem so ein bisschen gefallen und ja, was soll ich sagen, ne? Also, waren ja auch einige dabei, die haben ein bisschen mehr mitgenommen, das freut mich natürlich dann umso mehr, ja, so, und klar, weil der Vorteil ist natürlich, wenn man das halt für sich alleine macht und irgendwie und nicht noch irgendwie hier. Ach egal, Quatsch. Das klingt jetzt wie eine Ausrede, ist es nicht. Nein, ich wünsche euch das alles gut. Ich freue mich für euch und alles ist fein. Nächstes Webinar müsste eigentlich NFPs schon wieder, oder? Nee, davor ist noch ein Live-Trading, aber in 2 Wochen. 2 Wochen, okay. Ja gut. So, dann sage ich auch dem Nelson da hinten mal. Dankeschön, dem Nelson hier vorne sage ich Dankeschön, den Zuschauern natürlich. Und ja, habe mich gefreut, wie immer. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Aber gerne könnt ihr euch in der Facebook-Gruppe sowieso beteiligen, ist klar. Oder halt eben auch meinen Blog durchlesen oder jetzt auch in Videoform auf dem StereoTrader-Video-Channel bei YouTube euch gerne antun. Und ich freue mich immer, immer wieder über Feedbacks und vor allen Dingen halt, ja, wenn ihr dabei seid, wenn irgendwo was passiert, Live-Trading-Webinar oder was auch immer. Und ansonsten dann eben halt hier jetzt wieder in 2 Wochen mit FX-Flat. Gut, das war's von meiner Seite. Letztes Wort hat trotzdem der Nelson. Passt auf euch auf, macht was aus dem Tag und ich sag ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Aber Nelson, bitte nicht wegschalten. Ja, sehr gut. Danke dir. Ja, auch wenn der Markt nicht so viel hergibt, ist es nicht langweilig, dir zuzuhören. Deswegen schließe ich mich hier den Chat an. Vielen Dank, lieber Dirk, für das Webinar. Und wie schon gesagt, in 2 Wochen geht es weiter. Vielen Dank an alle, die live dabei waren. Viel Erfolg noch, eine erfolgreiche Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.